Weiter geht's hier mit dem Spiel Quanta gegen ESC. Hast du dir kurz den Link mal angeschaut? Dings, Ja? Quantic ist hier auf der E-Train und Quantic spielt wieder auf der T-Seite als erstes, also das wird ein Fest mit ihren Smokes, also Ich bin gespannt. Ich bin sehr schnell es Top Dog Go. echt Test ihre mit dem. stärkste normale Map in Anführungsstrichen. Ist echt super Smokes, die sie hier geworfen haben. Z war gesmoked, vor die 4 war gesmoked. Also sie haben echt sehr gute Smoke-Goes und Und drückt natürlich auch gut um. Huben letzter Mann. ihr Terrorspiel ist enorm gut und sie stehen sehr, so, sehr solide als CT mit ihrer Autosniper Ihr hattet und auch Drake allgemein. gespielt, oder? Gegen Ja. Sie? Echt schwer, was zu machen. Vor allem für Pascha wird es sehr schwierig. Ah, wegen seiner Arbe oder was? Ja, also er wird kaum was machen können mit einer Awe. So, nur um das vielleicht klarzustellen, Stavros ist immer noch im Team, oder? Bei euch. Oder hast du den Warum Troll-Comment nicht? gelesen? Ja. Weil unter der Hälfte von Ork News eigentlich Stavi 10 gepostet hat, er left already oder sowas. Als ich da gewundert wurde, warum er bei CCM spielt. Also dieses kleine Turnier. Ja, also er spielt das Wochenende da einfach mal einen Mix mit, keine, also konnten nicht alle und warum sollte er dann nicht da ein bisschen daddeln so? Ja, klar. Gut. Also, irgendein Troll. So, weißt du, wie ESC ungefähr steht? Vollkommen egal, wie sie stehen. Die werden überfahren. Okay. Da bin ich mal gespannt. Übrigens auch. Einzige Mü Ja, Ja. sorry. Kleiner Aufruf an die, die zuschauen. Spammt dann ruhig mal im Chat, falls Faculty wirklich losgehen sollte. Ich sehe gerade, GoTV für Very Games ist schon verfügbar. Ich hoffe nicht, dass sie verfrüht mit Faculty anfangen. Falls doch, einfach mal im Chat posten. Würde sagen, die einzige Möglichkeit für ESC in das Spiel zu finden als CT ist, einen aggressiven Spielstil zu pflegen als CT. Das heißt, probieren möglichst am Anfang der Runde Hopdog sowie T-Mitte abzusmoken. Und ja, probieren auf die 6 auf den Popdog zu kommen. Und dann, ja, möglichst sehr gut die sehr verzögerten Außenghosts mit sehr durchdachten Granaten aufzuhalten. Worauf es dann auch sehr halt auf den Einzelskill der einzelnen Spieler ankommt, worüber sie ja eigentlich, ja, verfügen sollten, ja. Okay, danke, Myth. Also das Spiel sollte wirklich erst danach hier stattfinden, weil sie die PCs benutzen. Also von daher keine Probleme, werden wir das Spiel auf jeden Fall noch sehen. Das freut mich. So, erste Kürb. Pascha natürlich mit Ave. Grundlinie, zwei Mitte. Ist nicht das ganz offensive Spiel, das du dir gerade gewünscht hast.
Werden wir mal sehen, wie sie jetzt ins X bekommen. Läuft ganz gut. Boah, Lord kann er richtig durchdrücken. Alle. Ich hab Dreckgesicht bekommen. Tja, der ist allein. Bombe auch irgendwo auf dem weiten Feld. Egal, Quantic kann auch anders rushen. Schauen wir mal. So, ich guck mir gerade die Leichen an. Alle hinten an der 6, T-Meter Ausgang, durch MTW gekillt worden. In einer Reihe, quasi. Ja, Lord konnte zwei machen auf jeden Fall, genau, und den anderen waren noch da am Poppen. Ich glaube, das, was ihm da den Vorteil gebracht hat, war, dass er ziemlich früh, wie auch immer, quasi an die Leiter des MTWs gekommen ist und so, ja, den besseren Winkel hatte. Meistens, und vor allem, da war so gesmoked, er musste da eigentlich nur reinhalten. Ich glaube, wenn ESC, davon gehe ich aus, sich Demos anguckt, dann haben sie das, diesen Go auf jeden Fall schon gesehen, weil den Go haben sie schon 1-1 gegen uns gehabt. Ja. Und da wir gegen ESC gewonnen haben und die gegen uns, sollte es Sinn machen, Demos von denen zu gucken. Ja, dort steht er jetzt wieder. Gute Smoke auf jeden Fall in die T-Mitte. Boah, guck mal, wo Daze schon ist, Mann. Boah, er ist so dreist, Mann. Boah, er ist hinter Kuben. Ja. ETF. Wie ist er da durchgekommen? Einfach rechts, links am Poppe. Oder rechts halt. Ja, rechts Pop durch. Und er ist immer noch da oben. Ich bin einfach richtig crazy, das ist so. So lacken die sich halt ihre sechs Runden rein und das reicht dann halt einfach. Boah, hier gibt's sogar einen Headshot mit 1 AP. Ja, aber die Runde werden sie nicht holen. Wenn man dann weggespringt. Aber Gott sei Dank, aber. Wie schnell sie hier agieren. Wie gesagt, da kommen noch so einige Sachen und werden halt so manchmal ihre Runden erlacken und das braucht man dann halt einfach, diese 5-6 Runden und das wird diesen Amerikanern reichen. Leider. Ja, mal gucken. Irgendwie ist hier was. Genau, das Dings ist weg. Dieses Overlay. Was? Links und rechts. Achso, muss kurz Escape drücken oder sowas. Dann kommt das meistens wieder. Okay. Also diese HP-Anzeige und so, das stört mich. Dann sehe ich auch nicht die Granaten von den Spielern. Ja, einfach mal Tab drücken oder Escape oder sowas. Dann sollte es eigentlich mal da sein wieder. Backt man. Nee. Oder ist es komplett weg? Ist einfach komplett weg, ich kann nichts drücken quasi. Hit nichts, egal. Einfach mal warten. Ich mach einfach mal in der Eco gleich irgendwann ein Retry oder so. Das sind jetzt auf jeden Fall Retry in Abwehr gestrichen. Ja, ja, ja. Das ist auch eh das Lächerlichste, dass es nicht mal ein Retry-Befehl gibt. Naja. So, aber wir haben jetzt drei schnelle Equipped Rounds gesehen von Quanti. Wobei das ein Force Buy ist, also. Ja. Boah. Daze drückt gut gerade. Komm nochmal zum Bomben legen. Könnte wichtig werden für die nächste. Machen wir drei Runden in Folge. Mach 2, 9. Ah, das wird nicht reichen. Eine Eco werden wir wohl sehen. Ah, oh, Kuma hat da noch schön auf. Ja, was, ja. Sehr schön. So, 3-5 müssten sie jetzt ungefähr haben, glaube ich. Ja, 3-2. Auf jeden Fall eine Eco. Ich werde mal ein Retry machen. Mhm. Oh, kaufen. Guck mal, sie kaufen. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da siehst du direkt, dass sie. Sie gehen halt nur auf Smokes. Sie wissen genau, das ist die wichtigste Granate hier. Ein paar Flashes noch. Sie wissen halt genau, was sie jetzt zu tun haben. Schau ich mir auch mal an, wo die hinfliegen. Oh, sie haben Instant Brown Walls eingenommen. Ich bin das diesmal als Fake. Kein schneller Rush. Falsche IP eingegeben, das kann noch ein bisschen dauern. Ja, noch passiert nichts. Sie haben Brown Walls oben eingenommen. Ist sie deckt zu zweit innen. Lord zieht Füße in die T-Mitte. So, wo ist die Bombe? Die ist gedroppt. Scheint jetzt doch den Innen-Go durchzuziehen. Ja, und der ist auch nicht so schlecht.
Hier wurde Bombe jetzt gepickt. Boah, eine richtig weite Smoke. Pushen da die drei vor. Quasi dort, wo Neo jetzt steht. Wenn die eigentlich zu zweit. Genau, die Smoke liegt so, dass man da quasi als T sehen kann. Hinterm Spot, aber man ist noch so geschützt, dass man vom Link oder Z gedeckt ist. Da sehen wir auch schon einen Spieler jetzt vorrennen im X-Way. Und ja, das ist halt ihr Go. Ja, der steht immer dann in der Smoke, nimmt das hinterm Spot ein und zieht sich dann wieder zurück. Ja. Also, ich bin jetzt zwar nicht auf dem LTV, aber ich habe gerade ja gerade im Stream zugeguckt. So, jetzt aber. Boah, Semphis macht gerade eine wichtige Runde hier. Boah, sehr stark. Der Reflect vorhin war so wichtig. Und tu, die Bombe tickt schon sehr schön. Boah, reicht das? Boah, ich glaube, das reicht sogar noch. Oh, wie glücklich. Aber wie richtig knapp. Hast du es noch gesehen? Nee. Fuck. Also Bombe wirklich in letzter Sekunde noch defused. Ist einfach ausgegangen. Beim Connecten. CSGO. Arms up. Schade, Mann, aber wenn sie die Runde holen. Ja, weil dann kann AC nochmal kaufen. Und wieder alle Smoke. Keiner eine Nate. So, und endlich. Bin ich da. Findest du überhaupt. Oh, man. Findest du, als Terror lohnt sich überhaupt eine Granate zu kaufen? Also eine HE zu kaufen? Weil ich finde das irgendwie. Größtenteils überflüssig. Muss ich mal sagen. Es gibt so Positionen, die man einfach quasi als CT 100% besetzt. Das sind Positionen wie am großen Spot, hinterm Spot oder ja, MTW bzw. hinter 6 oder halt am kleinen, sowas wie. Nachdem man kleine Rampe runtergeht als Terror, verschiebt man meistens als CT hinter den Spot. Diese Position kann man dann leicht durch Granaten schon mal anfangen oder halt damagen. Also ich finde, da ist die HE schon recht sinnvoll. Aber bei dem Rush, ist es da sinnvoll? Ich meine, wenn man langsam aufbaut, wie du es eben sagtest, dann die Standardspots abspringen, verstehe ich ja, aber wenn man schnell rusht, dann hat man eben meistens eh keine Zeit, eine Nade zu werfen. Ja. Also diese Runde, die sie da eben, ich glaube vor drei Runden circa gespielt haben, wo Daze dann auf einmal im unteren CD Tower war und so, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Daze da keine HE bräuchte, aber. Ja, richtig. Keine Ahnung. Was willst du sonst kaufen? Sagen wir mal so. Ja. Molotow. Ja. Sieht man viel zu selten, finde ich. Hätte gerne mehr Molotow. Ja, und ich. Jedes Match sage ich mir so, ja, jetzt kaufe ich mir so Molotow als Terror oder so. Molotow die Bombe oder so, aber irgendwie, ich vergesse es einfach immer wieder, ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, Semphis, ich bin da wieder im Move. Oh, aber Tess hat aufgepasst. Diesmal war Semphis, der da schnell CT Tower wollte. So, Reflex fallen jetzt langsam. Boah, bei Hiko sah es gerade richtig wie Wallhack aus. Er aimt so auf die Box, obwohl er hinter der Wand ist. Super Fußhit. TCK. Keine Chance. Viel zu wenig HP. Ah, ich sehe, steht doch schon ganz gut. Wir werden doch nicht so befahren, wie du gesagt hast. Ja. Ich glaube, das war halt auch einfach der Vorteil des amerikanischen Teams auf den Kopenhagen Games. Vor allem auch gegen uns. Soll jetzt nicht so unsere Leistung, ja. Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Also, man kannte nicht ihren Spielstil und jetzt ist halt, ja, wenigstens von diesem Team etwas vorhanden an Material. Richtig. Und. Ja, wobei, Ezea hat man sie ja auch, also man, die haben ja auch genauso eine Saison gespielt. Von daher gab es ja eigentlich auch schon Material. Man hätte sich die ganzen Ezea-Demos ziehen können. Ja, wenn man sehr weit und sucht, stimmt das in der Tat, ja. Aber jetzt zum Beispiel, also ich gehe davon aus, dass sich einige Teams sowas nicht runtergeladen haben, aber trotzdem gesucht haben. Wobei man sagen muss, der Quantic hat ja im Bootcamp noch gemacht. Moment, hier holt gerade jemand die Eco.
Nach Quatsch. Sicher? Wait und tu. Pascha ist noch CT-Top. Am Molotow. Guck mal, sie sind innen in Samphis. Wenn Samphis den Frag macht? Er steht da auf einer schlechten Position, weil Neo eh dort rechnet, mit einem Spieler dort rechnet, da ja der andere Spieler, also Hiko Grundlinie, durchgegangen ist. Stimmt. Hätte er vielleicht doch links ausmoven sollen. Ja. Ne, was ich noch sagen wollte, Quantic hat ja ein Bootcamp gemacht in Europa, in Schweden, glaube ich, auch so. Mhm. In Dänemark sogar, da irgendwie DS-Rec oder so. Ja, genau. Und Samphis meinte, sie haben da auf jeden Fall sehr viel geändert. Und sich auf den Spielstil angepasst und irgendwas halt umgeändert. Das heißt, wenn man sich die Demos gezogen hätte, wären sie, glaube ich, sowieso nicht so sinnvoll gewesen. Mhm. Ja. Also hast du dann doch irgendwie schon recht. Ja gut. Doch, letztendlich egal. Direkter Poppe-Push. Jetzt mal wirklich was richtig Aggressives. Und Tess im KG. Oh, schöne Nade. Super viel Kontrolle von ESC. Da oben White Walls move sie sich auch gerade aus. Oh, zieht er noch hin? Oh, er sieht den nicht. Wer ist denn das? Samphis. Oh, KG. Tess konnte nur einen machen. Neo von hinten so, schon. Jetzt Samphis kann er mit dem Effekt setzen. Ja. Aber das dürfte fast Neo egal sein. Wenn jetzt nein. Er holt da auf jeden Fall einen. Scheiße, da ist noch einer drin, ja. Aber tu. Samphis ist ganz weit weg. Samphis wird nochmal von hinten kommen. Doch nicht. Oh, das dauert für meinen Geschmack aber zu lange. Alter. Oh, jetzt wieder auch Hausmove. Sehr schön gespielt von Kuben da. Samphis kommt nochmal von hinten, ja. Sozusagen. What the fuck? Fand ich mir so unnötig gerade. Er hätte auf jeden Fall Tier mitgegeben. Natürlich ist Neo überrascht. Ja, er klar. Denkt sich so gerade so, what the fuck? Ah, Samphis hat keine Ahnung, wo Kuben ist, wobei ich das nicht verstehen kann. Er müsste eigentlich angesagt worden sein, weil er macht deswegen. Meine Runde. Ah, das tut ich keine Ahnung. Sehr strange. Also der Move über KG war super unnötig, finde ich. Hätte er dann locker Tier mit seinem Mate helfen müssen. Auch wenn er da jetzt noch einen Frag bekommen hat, aber die Runde ist halt verloren. Solide wie das Spiel von Quantic als CT ist, aber brauchen noch zwei Runden. Sonst ist das hier auch für ESC echt, machbar als T. Also drei Runden ist nichts eigentlich. Ist die Pistole im Prinzip. Ja, es war halt nur die Pistole, ne? Ja. Seitdem nichts gewonnen. Aber Frost mit Ave. Hat er dir jetzt geholt? Ich guck mal nach. Du kannst es ja nicht machen. Mal Neo mit Aug Füße zielen. Wieder so eine weite Smoke. Aber kein Go. Smokes außen. Oh, Tess Pop. Oh, Tess hat die Bombe geholt. Da war TCK zu schnell am Gasen im Poppe. Oh, super Rund von Tess. Ah, wir wegsitzen. Jetzt war dann zu low. Das war unnötig von TCK, aber auch sehr schön gestanden von Tess. 9:3. Ja, so viel Geld haben sie nicht. Aber kaufen trotzdem. Ich weiß nicht, was ich jetzt von der Aug halten soll. Gucken wir mal. Ja, vorhin hat er noch ein bisschen Füße gezielt. Oh, hat's Headshot bekommen. So wirklich ein Frag hat er damit, glaube ich, noch nicht setzen können. Oh, wie Gold, Samphis. LOL! Hast du Samphis gesehen? Er war richtig blind und hat noch einen großen Hammer schräge gemacht. Aus der Innerhalb des CDs gesehen. Okay. Aber ich war richtig blind. Innen eingenommen. Lord jetzt eine wichtige Position. Noch eine nur Lord Smoke. Auch Tess. Lord ist eher nochmal gerade. TCK deckt nach. Samphis deckt nach hinten.
Ah, ne, stimmt, das muss TCK übernehmen. Gut, macht den Frag. Pascha ist low. Das darf er nicht holen. Schöne Flash. Haben genügend Geld. Aber trotzdem. Aber es ist ja wichtig. Nimmt sogar einen mit. Perfekt gemacht. Stirbt TCK da? Ich glaube nicht. Nee. Gibt sogar oben dich, halt, da in den Black Wards. Ja, stimmt. Ah. Komplett? Hat 100 HP gehabt. Er hätte da oben einfach in der Ecke warten. Ah, okay. So, wenn sie die verlieren, dann wird es wahrscheinlich in L4. Weil sie danach überhaupt kein Geld haben. Ja, dieser schnelle Außen-Go. Smokes liegen schon. 6 gesmoked. Poppe ist schnell raus. Viele CTs blind. Also kommen auch relativ einfach vor hier, Semphis. Aber verliert es sehr gegen Tess und das Entscheidendste. Aber guck mal, wo die Ts schon überall sind. Ja, CT Tower eingenommen. Aber Dazed hat die Bombe da auf dem CT Tower. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Oh, damn, I got the bomb. Was ist denn der CT da gewesen? Auch Pop. Was direkt vor ihm? Boah, er sieht den da aber nicht. Von Dazed mit Harakiri-Move? Oh, Mann. Nur noch dein Ernst? Was sagt das für eine Runde, bitte? Ja, ernst? Sehr strange. Keine Ahnung. Komisch runtergespielt auf jeden Fall. Tja, das ist wahrscheinlich wirklich das L4. Nennt sich Hiko eine Waffe. Offensiv haben Semphis damit eine Waffe geschenkt. Kann einen machen, aber schnelle Zerstörung, kurzer Prozess von ESC. Hervorragende Hälfte. Wenn man es so nimmt, hat Quantic eigentlich nur eine Runde geholt. Ja, schauen wir mal, ob das reicht. Hm. Unwahrscheinlich, aber machbar. Los geht's. Mal schauen, ob sie wieder so einen guten Pistol-Go haben. Bei 3 Kevlars im Spiel, das da kommt noch riecht nach einem kleinen Go. Bei SC meinst du? Ja. Dort kauft noch einen Kevlar und Neo und Kuben Granaten. Ja. Smoke, Smoke, Flash, Flash. Ein CT ist ein Kit immerhin. Ja, fahren schnell Pop-Dog. Innen wirklich komplett defensiv gedeckt. Neo faked doch ein bisschen nicht. Außen, probiert den Verschieber vom Kleinen, in dem Fall Frost, rüberzuziehen, aber. Es ist gerade geschafft und jetzt müsste, wenn jetzt der Go kommen würde, wäre halt perfekt, aber ja, Frost ist schon wieder da, aber kann ja, keinen Track setzen. Waschen das Tor. Oh. Okay. Ah, Support. Oh. Ach ne, Semphis war das. Boah, TCK steht da auch hinten. Das hat sich gerade nicht ausgezahlt. Mhm. Lassen ihn da ins offene Messer rennen. Ja. Kuben hampelt ein bisschen an der Leiter. Ah, hat er keine Chance, wird die Bombe auch nie im Leben legen können. Gegessen und ja. Boss wird auf jeden Fall eine Eco einlegen in der nächsten Runde und sich der Autosniper betätigen mal wieder.
Spielt der innen dann oder außen? Er macht den Connector, Connector, den Verschieber. Ja, okay. Er spielt quasi Verschieber. Am Anfang der Runde klein. Hm. Und dann schiebt er aber hin und her, überall. Kauft sich sicherheitshalber aber eine P90. Da auf jeden Fall Respekt, sage ich mal, und möchte da erstmal ja, ein Geldpolster haben. Ich sehe, wir auf jeden Fall die Bombe legen. Schnelle Smokes aus, ein paar schon mit der Bombe. Gaster Popdog. Boah, schöne Nades von CTs. Boah, Simph ist. Sehr geile Pose von ihm. Jetzt wird sich Frost ärgern, die P90 gekauft zu haben. So, hat er jetzt schon genügend Geld? Nee, ne? Nee. Hey. Samphis könnte eine legen dann. Er wird sich definitiv eine kaufen in der nächsten Runde. Also, wenn du willst, können wir da eine Wette abschließen. Ja, nee, ich glaub's ja. Meine. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Er muss natürlich jetzt überleben und am besten wäre es noch, wenn einer seiner Mates stirbt. P90 gerne ab. Oh, jetzt sie versucht nochmal die Bombe zu legen. Diesmal steht Zempis. Boah. Sehr starkes Prefire durch die Smoke. Aber ich glaube, sie kommt mal zum Klenten. Ja. Das wäre jetzt fast egal. Aber die 800 nehmen wir natürlich gerne mit. Keiner defused einfach. Na jetzt. Ja, haben wir genug Zeit. So, gehen wir mal auf Frost. Mhm. Der Ekeljunge. Nein. Ja! Dachte sehr, er rusht KG oder so. Ja, das hat zuerst auch, er guckt halt, er haut in die Richtung und dann. Na, guck mal, er ist kein Schieber. Ja? In der Grundlinie. Aber wahrscheinlich auch wegen dem Spawn. Springt vielleicht auf den Ekasten. Ne. Geht Spot vor. Ah, Füße halt. Machen halt 8 Schaden, ist ja klar. Nehmen für ihn. So, TCK allein innen. Aber er ist auf jeden Fall sehr mobil mit der Waffe. Überall rum. Im Endeffekt ist er ja doch der Schieber. Man sieht. Hm, ja. Hast schon recht. War wirklich nur wegen dem Spawn, wahrscheinlich. Oder einfach so. Ich weiß ja nicht ganz genau, also ich wusste, dass er halt sehr mobil ist. Hm. Vielleicht macht das auch immer am Anfang der Runde, dass er schnell Grundlinie geht, falls ein Rush kommt oder so. Ja, das kann auch sein. Also außen. Ja, keine Ahnung. So, ESC geht jetzt zu 5 Mitte raus, mit Flash und Smokes und nimmt MTW ein. Okay. MTW auch einen nehmen. Boah, teilen gute Gesichter aus. Bombe wird gelegt. Frost macht einen. Ne, der 6 ist noch angesagt. Boah, nette Pose. MTW weiß er auch. Lord. So, Neo weiß er nicht. Aber. Ist er gedroppt? Nein, er ist gedroppt! Outplayed. Perfekt. Boah! Okay, die haben. EC hat das Spiel gewonnen. Die haben die Autosniper gepickt. Tja, Quantic. Ah, sie haben aber Geld. Guck mal, Dazed legt Autosniper. Das gleicht sich also aus. Ich hoffe, wir sehen so ein Füße-Duell am Kleinen. Mhm. Ascha gegen Frost mit Autosniper. Ah, schade. Das gleiche nochmal wie eben. Glaube ich auch der gleiche Aufbau bei ESC. Sobald TCK am kleinen Füße ansagt, schiebt Ross zum kleinen mit der Autosniper. Ja. Und macht dann den Schieber. Boost Pascha mit seinem Auto. Er stand, glaube ich, auf dem Zaun, stand er, glaube ich, wurde geboostet. Hat aber keinen Kontakt gehabt. Schieben jetzt innen. Guck mal, beide ziehen große Rampe gerade. Sehr strange. Jetzt haben sie es gemerkt.
der Regel geht man davon aus, dass kleine Rampe erst was runterkommt, bevor einer wirklich ein Go spielt. Ja, auch in der Tat so eigentlich. So, jetzt gehe ich mal auf Frost. Boah, wie er da hinter den. Hinter dieser Säule steht die ganze Zeit. Boah, jetzt kassiert. Wird Alter. einfach überrannt. Krass. So, Nico versucht's auch nicht von hinten. Gehen safen. Ja, ne? War das bewusst so, dass er da so stand hinter der Säule? Das sah schon krass aus. Du warst ja auch auf Frost, oder? Ja, klar. Ja, den hat er dann wirklich nicht mehr gesehen. Noch ein Autosniper-Test? Nein, warum? Starke Waffe. Und das war's dann schon fast für Quantic halt. Na, sie werden jetzt wahrscheinlich kaufen, oder? Mit den 2 Waffen. Was heißt kaufen? Was meinst Davon du kaufen? abzuraten, aber. Naja. Und noch eine Smoke Auf nachgekauft. eine Autosniper werden sie nie mehr kommen und darauf basiert ihr Spiel. Was? Was der macht. Hockt einfach auf der Leiter die ganze Zeit. Trifft ihn aber nicht. Bombe wird instant gelegt. Kein Kit bei den CTs, das muss schnell gehen jetzt bei den bei Dieses Kick Quantic, kommt sonst von wird das hinten. nichts. Schöne Pose von Neo. Und 101. Wie angesprochen, kein Kit. Das kann Neo selbst mit Low HP runterspielen. Schön gespottet. Easy. Nice. Sehr schön gespielt. Das sollte jetzt schon weggehen, eigentlich. Ah, überlebt das? Oh, krass. Überlebt das sogar mit 100 HP. Nein, er hat. Nein. Nein, er hat na, die Er hat sie gepickt. Er hat sie gepickt. Auf geht's, 16:14 jetzt. In diesem Teamspeak von diesen Quantic-Typen, der Frost jede Runde ansagt, wenn die Runde vorbei ist, pick die Ja. Autosniper oder so. Ja, Mann, endlich wird diese Wo ist er Gestalt gestorben? Am Hin, ne? misshandelt. Ja, große Rampe off. So, aber Hiko steht da jetzt vielleicht nicht perfekt, aber kann viel ansagen. Könnte dementsprechend trotzdem innen noch zu zweit stehen. Und wenn Issei da jetzt hingeht. Was macht Pascha da? Guck mal, von wo er die T mitdetekt. Ja, er geht halt davon aus, dass das Quantic irgendwie was pusht in Ja, irgendeiner schon Weise. klar. Es ist Durch die Unterzahl, aber. trotzdem krass. Ja, und am Client wird er auch keine Rolle spielen so früh. Bei einem Go, weil sie eh alles absmoken. So, wie gesagt, Und. sind sie zu zweit jetzt und im Go können sie eigentlich aufhalten. Der war Aber eigentlich sie sehr rufen an der schlecht. 3. Ja, sie rufen an der 3 aus. Boah, das ist total random. Ah, standen wirklich ultra schlecht. Standen gegen große Rampe sehr gut und gegen. Den kleinen geht nicht. Ja, gegen. Gegen. Ds, die quasi zum Spotrennen über die. Grüne Tonne da, aber gegen einen Go, der 3 vor Push ist, quasi, standen sie super schlecht und das hat EC halt gemacht. Perfekte Entscheidung. Ist auch so Standard geworden, oder? Dass man da links versucht auszumoven neben dem Zug lang. Also Also sieht man relativ häufig auf jeden Fall. zumindest mit einer Person sollte man das auf jeden Fall machen. Ja. Weil man eigentlich sehr geschützt durch die Smoke ist und. Sowas hat man dann in 1.6 halt so gut wie nie gesehen. Oder sehr, sehr selten. Weil die Smoke so schwach Ja, ist. klar.
Und weil da meistens auch Banks dann reinkamen und so. Von hinten. Aber gut. Der ESC sichert sich das Draw. Letzte Chance für Quantic. Keine Autosniper. Echt stark. Ja. Ohne Druck kann man einfach mal riskieren, diesen First Weg machen. Ich meine, so viele Runden noch zu spielen. Jetzt schon quasi den First Weg in der ersten Matchball. Das ist natürlich optimal. Ach, guck mal, wie TCK jetzt steht. Jetzt sind sie wieder zu zweit am Ende und er steht auf der 3. Steht auf jeden Fall besser jetzt gegen so einen Go, aber der kommt halt noch lange nicht. Wenn überhaupt. Kommt ein Außen-Go. Ja. Kuben. Wird jetzt noch auf die Tonne gehen oder so, irgendwie was. Seine Smoke-Posi einnehmen. Ja, okay, dann halt so. Meta Flash von Dazed. Jetzt geht's Pop gleich runter, Mitte geht's gleich raus, KG geht's gleich. Schöne Pose von Dazed. Kann jetzt mithelfen. Oh. Vielleicht jetzt nicht unbedingt damit, dass er auch in TW gepusht ist. Oh. Den Frag nicht, die sind abgesmoked. Kickt von Cube, Cube noch gewartet. So, das war's. Sehr ehrlich, ich mache eine sehr schöne Pose da auf der 5. Ja, krass, die setzen jetzt am Ende die Frags nicht. Und ESC zieht eine Runde weiter hier im Upper Bracket in die Runde 2. Und müssen gegen Varygames oder Dynamic. Dynamic. So, und die spielen, glaube ich, schon.